Wobei ich die Farben nicht ganz durchschaut habe bis jetzt. Weapons haben sie auch. Wolfram Crossbow. Achso, die sind verbinden. Ja, okay, lassen wir mal. Ammunition, Armor. Was mich halt sehr interessiert, ist das Fleisch. Was sie dabei haben. Ist es hier unten oder ist es auf der nächsten Seite? Ach, Meat ist ganz oben. Ups. Ja, Meat, das sieht doch gut aus. Aha. Also Essensprobleme haben wir jetzt erstmal im ersten Jahr nicht, zum Glück. Weil wir können unsere Crafts, die auf der anderen Seite sind, auch wenn es nicht viele sind, die wir so haben, das sind nämlich die hier alles, also Figuren, Amulette und so weiter, die können wir vertauschen. Corpses? Bodyparts? Was für Bodyparts? Ach, Pond Turtle Shell und Crayfish Shells. Ja, sehr gut. Okay, das heißt, wir warten jetzt auf die Karawane, die hoffentlich... gerade in unser Vorein biegt, sehr schön. Direkt vor unserer Festung wachsen Bäume. Also ja, wir sollten den Festungseingang wahrscheinlich etwas größer machen. Also hier das hier ein bisschen wegminern. Wir müssen es ja nicht unbedingt wegchanneln, aber wegminern können wir es. Geforter. Stocks, wir haben auf jeden Fall Fisch. Aber jetzt warten wir erst einmal, bis die Nahrung eintrifft. Solange werden es meine Leute ja hoffentlich noch überleben. Und ja, die ersten Händler sind angekommen zum Entladen, aber wenn wir hier drüber gehen und versuchen mit Tee zu traden, da kommt... My apologies, but we're still unloading. We will be ready soon. Ja, wir müssen also wirklich warten, bis alle Händler angekommen sind. Das heißt natürlich, sie haben einen langen Weg durch unsere Haupthallen zurückzulegen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich hier so einen Doppelweg jetzt hier geplant habe. Hier kommt eine Brücke hin. Ah, das sollte ich allerdings vielleicht ein Feld versetzen. Weil wenn ich so gucke... Sollte ich etwas versetzen. So drei Felder. So ist besser. Da ist nämlich immer, sonst klappt die Brücke nämlich genau hier hin auf die Kante und das möchte ich nicht unbedingt. Deswegen geben wir drei Felder, dann haben wir hier so zwei Felder Abstand. Also ja, die Karawane ist geplant, sie fährt hier diesen Weg entlang, den kurzen Weg. Der lange Weg, den ich hier planen werde, wird mit Fallen zugepflastert, die Karawanen leider nicht überfahren dürfen. Oder was heißt zum Glück? Deswegen nehmen sie immer den kürzesten Weg, nicht den längsten. Ah, sind die Karren angekommen? Sieht fast so aus. Jawohl, wir dürfen traden. Also, hier ist das Trade-Fenster. Was ganz wichtig ist. Vor allem gerade am Anfang sind wir sehr auf den Handel von den unseren... Heimatzwergen angewiesen. Also diese Karawane kommt von unserer Heimat. Und wir brauchen Zeug. Das erste, was ich gerne hätte... War Green Glass. Ah komm. Das ist billig. Kostet nur 6. Hier ist nämlich das Value. Also der Wert. Und das hier ist das Gewicht.
Also wie viel Gewicht wir den Trader maximal auflasten und abnehmen dürfen. Also wenn ich das zum Beispiel wegnehme, seht ihr, wenn ich es wieder wegnehme, dann sinkt sein erlaubtes Gewicht. Also ich darf ihm nicht zu viel mitgeben. So. Clay und so weiter brauchen wir erstmal nicht. Holz auch nicht. Wir brauchen hauptsächlich Trinken und Essen. Oder wenigstens Plump Helmets. Buckets brauchen wir nicht. Also alles aus Holz können wir sowieso selber machen. Kupferwaffen, also Waffenmaterialien haben wir jetzt erstmal keine Verwendung für. So, hier sind die Sweetpot Spawns, die ich vorhin gesehen habe. Hier könnten wir einen ganzen Bin mit Cloth kaufen. Aber wir gucken mal, ob wir einen billigeren finden. Der ist noch teurer. Da wäre ein Leather Bin, damit könnten wir Leder kaufen. Naja, der hier wäre schön billig. Nehmen wir mal, dass wir Cloth haben, für alle Fälle. Fungi, so. Arrows, also das hat meistens ein bisschen eine Anordnung. Mithril Anvils, oh, die sehe ich zum ersten Mal. Die müssen noch besser sein als Stahl Anvils. Übrigens hat es immer einen Vorteil, bei unseren Zwergenfreunden Anvils zu kaufen später. Die können wir nämlich für ziemlich viele Barren wieder einschmelzen und dann wiederverwerten. Also wir kaufen den Iron Mithril Anvil, der eigentlich recht billig ist im Vergleich zu anderen Sachen. Überlegt mal, da ist ein Iron Anvil, der kostet 80. Wenn wir irgendwas hier oben aus Eisen kaufen würden, was viel weniger Masse hat, sag ich mal, zahlen wir mehr als 80. Wenn ich das mal kurz zeigen darf. Werde ich wahrscheinlich gerade nichts finden. Ah doch, hier. Ironbone. Nö, Platinum. Ironbone. Ich finde jetzt gerade nichts aus Eisen, aber wenn wir zum Beispiel schon das Kupferrundschild angucken, kostet das schon 58 und Kupfer ist das billigste Metall in dem Spiel. Da könnt ihr euch vorstellen, wie teuer so ein Eisenrüstungsteil sein könnte. Vor allem haben Anvils, die wir so kaufen können, keinen Qualitätswert, soweit ich das weiß. Nö, haben sie nicht. Der macht das nämlich nochmal teurer, wenn eben die Qualität sehr hoch ist. So, wir wollen jetzt aber erstmal Essen kaufen, also Meat. Meat ist billig. Innereien. Strong Hearts sind mir zu teuer, aber Meat. Meat ist gut. Das ist sogar sehr gut. Magen nicht unbedingt, Crayfish nicht, wir nehmen Pond Turtle. Pond Turtle haben sie mehr als genug und kostet nur die Hälfte. So. Und dann hätte ich noch gerne seine Plump Helmets. Davon hat er nämlich 10 Stück, die können wir dann gleich verbrauen. So. Und ja, hier unten zum Beispiel haben wir Steel Mail Greaves. Also Stahlsachen. Käse hätten wir hier noch, wobei ich den nicht unbedingt will. Wobei nehmen wir einmal Käse. So tun wir den Gefallen. So. Wir haben jetzt hier ein Value von 568. Das heißt, der Trader würde einen Verlust machen von 568, wenn er uns das Zeug jetzt einfach überlässt. Wir bezahlen ihn aber mit unseren Crafts. Also immer darauf achten, die braunen Sachen sind die Sachen, die wir selber hergestellt haben. Wie diese Gabbro-Schmuckstücke hier, Gabbro-Amulett und Abakusse. Die können wir einfach so vertauschen. Und man sieht, der Trader-Loss geht runter. Der Nether-Quiver hier, den haben wir gekriegt, ich glaube, durch einen unserer Jäger. Der ist grau. Also den haben wir nicht selber hergestellt. Deswegen sollten wir sowas nicht unbedingt vertauschen, weil wir können es später noch gebrauchen. Genauso wie der Leather Quiver hier. Ich vertausche absichtlich die Bins nicht. Das habe ich mir so angewöhnt, weil Elfen, Karawanen werden auch kommen wahrscheinlich.
Und die Elfen, die mögen es nicht so sehr, wenn man ihnen Holzsachen anbietet. Deswegen habe ich mir von vornherein, und weil ich die Bins sowieso selber brauche, angewöhnt, die Bins zu behalten. So. Gut. Wir haben jetzt alles in den Ring geworfen, was wir haben, und haben nur einen Trader-Profit von 92 hingekriegt. Was schon mal schlecht ist, weil wir sollten mindestens gucken, dass wir, dass der Trader 50% Profit macht. Das heißt in unserem Fall so um die 300. Das kriegen wir ganz einfach hin, indem wir den Stoff zurücklassen, den wir da gerade vorhin angewählt hatten. Genau, den da. So, jetzt macht der Trader schon mal ein Profit von 352. Das können wir ein bisschen runterschrauben, indem wir einfach ein bisschen Cloth rausnehmen. So. Ja, das dürfte ungefähr hinkommen. Wir haben einen Value von 433 und der macht immer noch 227 Profit. Nehmen wir mal das teure Cloth hier weg und nehmen ein billigeres. So. Jetzt macht er immer noch mehr als das, als die Hälfte Profit davon. Wir könnten eigentlich noch ein billiges nehmen hier und ein teures wegpacken, wollte ich fast schon sagen. Jetzt macht er immer noch mehr als die Hälfte, weil das Doppelte ist 480, wir haben 420. Ist also okay soweit. So, jetzt mit T schließen wir den Trade ab und gut ist. Tun, ah, wonderful, thank you for your business. Also er ist schon mal sehr erfreut drüber, über den Profit, den er gemacht hat. Und wir können den Trade-Bildschirm mit Escape verlassen. Können sagen, dass unser Broker nicht mehr gebraucht wird, weil jetzt kann er, jetzt wollen wir ja nicht mehr handeln. Und wir sagen, dass wir die Finished Goods Bins wieder zurückpacken wollen. So. Oh ja, und jetzt kommt genau das. Jetzt da unser Broker, unser Leader, nicht mehr mit dem Handeln beschäftigt ist, will der Diplomat mit ihm reden. Also kriegen wir erstmal eine Anmerkung, dass er mit ihm reden will. Und jetzt kommt die Discussion, die wir beginnen wollen. Jetzt können wir sagen, was wir gerne bei der nächsten Lieferung besonders gerne hätten. Dafür wird allerdings der Preis dafür steigen, wenn wir gezielte Sachen verlangen. Also wir könnten zum Beispiel Seeds verlangen, Anwirts, Blutstahl-Anwirts, Weapons, Trading-Weapons und so weiter. Was uns eigentlich nur interessieren würde, wären im Augenblick eigentlich nur Essen. So, aber das haben sie eh immer, deswegen geben wir nur kleinen Demand drauf. Auf die Sachen hier. Fisch, Pond Turtle. Und Plants, Plump Helmet. So, alles andere interessiert uns für den Anfang nicht. Wargreen Glas vielleicht noch. Und Sand, dass wir selber Glas machen könnten. Ja. Mit Escaped machen wir dann. Jetzt kriegen wir gleich nochmal... also ja, jetzt ist der Winter gekommen. Winter is coming. Hey, und die kommen langsam voran hier oben im freien Minern. Sehr schön. Ja, genau. Genau, wir finalize the Import Agreement, also die Importvereinbarung, was sie zu uns liefern sollen. Und jetzt dürfen wir nochmal drüber gucken, was so die Preise sind. Also das, wo wir keine Import Agreements gemacht haben, bleibt bei 100%. Wenn wir jedoch zum Beispiel bei Meat gucken, 115% Preis. Oder 33%, also wird das Zeug teurer sein bis zum nächsten Mal. Genau dasselbe wie bei der Pond Turtle. Und bei den Plump Helmets. Okay. Mit Escape wieder dann.
Und jetzt, letztes Cast, what we are willing to offer for your craftsmanship. Also für unsere Handwerkskunst wollen sie uns jetzt Angebote machen. Das können wir jetzt auch nochmal diskutieren. Also sozusagen unser Leader diskutiert das mit dem Diplomaten aus. Und je besser unser Leader halt in seinen Leaderfähigkeiten ist, umso besser klappt das halt. Look over Documents. Also, jetzt sehen wir, was sie von uns zu welchem Profit kaufen würden. Maces, Spears, Shields and Bucklers. Also wir könnten die ganze Zeit Holz oder Stone Bucklers herstellen und würden dafür was kriegen. Drinks sicher nicht, genauso wenig wie Plants. Blocks. Fenster und Journals. Also wenn wir die Sachen herstellen würden, können wir ordentlichen Profit machen, wenn wir sie verkaufen würden. Zum Beispiel Holzspeere oder später, ich glaube, im Stonecrafter Shop, der neu dazugekommen ist. Also, naja, jetzt noch ein Lebwohl an unseren Leader. Farewell, Brenuir. I look forward to our meeting next year. Our fortunes rise and fall together. Genau, also nächstes Jahr kommt er jedenfalls wieder, um neu zu verhandeln. Und das passiert jährlich, wenn die Karawane zu uns kommen sollte. Oh. Ich sehe gerade, die ganzen leeren Shells werden nach draußen getragen. Das ist nicht so Sinn der Sache. Deswegen, Settings. Sagen wir mal, Refuses sind enabled, aber keine Corpses und keine Body Parts. Nur solche Sachen. Ach, und keine Vermin, ups. Und keine Remains. Das sind nämlich die Vermin Remains. Die werden sonst drin gelagert. So. Das heißt, hier draußen bei dem Stockpile gehen wir auch in die Settings. Gehen auf den Refuse. Sagen, die Sachen hier werden alle nicht draußen gelagert, sondern drin. Und hier gibt es einen Trick. Wir verbieten einfach alles und sagen Remains. Werden. Ach, und Rotten Rawhide kann auch draußen gelagert werden. Eigentlich lassen wir die Types einfach mal alle aus und gehen wieder hoch. Obwohl, die Remains sollten auf jeden Fall... Ach, machen wir einfach mal Permit. So. Dass alles da draußen gelagert werden kann, sicher ist sicher. Das heißt, es müssen Zwerge rauslaufen. Genau, und unsere Shells wiederholen. Hat uns der... Ja, der Diplomat ist gerade von selber gegangen. Tiersel Peregrine? Ach, neuer Peregrine-Falken. Jo, aber ich glaube nicht, dass der hinter unseren Zwergen wieder her ist. Wow, was ist denn da für ein Bluthaufen? Splattering Ballad. Reports. Warum kämpfen die Zwerge? Oh. Da haben Zwerge gegen eine Kobra gekämpft und sie wohl vertrieben. Okay. Ich
finde es gerade komisch, dass da niemand kommt und das Zeug von draußen holt. Oder habe ich einen Fehler gemacht und muss die Remains auch anlassen? Weil eigentlich habe ich ja gehofft, dass jetzt die, die keinen Job haben, was da drin storen von dem Zeug. Weil ich habe doch Shells und so weiter. Nur Corpses und Bodyparts habe ich draußen gelassen. Ja, das wurde sogar eine Crayfish Shell hier gestort. Ah, ich weiß warum. Es gibt hier oben den Set Order Befehl mit O, können wir den aufrufen. Da sind die ganzen Zwergen Einstellungen drin. Also was alle Zwerge machen sollen und so weiter, machen dürfen. Also Tiere einsammeln, Essen einsammeln, Furniture einsammeln und so weiter. Und mit Refuse kann ich sagen, dass Zwerge den Refuse einsammeln sollen, der draußen liegt. Ich dachte eigentlich, das hätte geklappt. Ach ja, und die Remains nehme ich jetzt mal wieder raus.